Liebe Freunde, wir befinden uns hier in einem der schönsten und ruhigsten Plätze unseres Stadtteils. Den neu geschaffenen Platz der Begegnung. Und ich glaube, dieser Platz der Begegnung war auch eigentlich der historische Marktplatz. Also hier hat das Leben in Kernab eigentlich begonnen. Und heute im Wahlkampf möchte ich mich mal in aller Fairness und Freundschaft so ein bisschen mit dem politischen Mitbewerber auseinandersetzen. Mit der SPD. Die SPD hat in diesem Wahlkampf ein Motto. Und dieses Motto lautet: weniger reden, mehr handeln. Das ist natürlich jetzt total originell. Und jetzt guckt euch mal an, was seit 3 Jahren auf meinem Wärmebus steht. Nicht reden, handeln. Kommt mir jetzt ziemlich ähnlich vor. Also ich überlege schon jetzt, die zu verklagen, weil sie mir meine Kampagne geklaut haben. Aber das ist natürlich nur Spaß. Und diese Macher von der SPD, die haben natürlich auch sofort Gas gegeben und Beispiele gemacht. Also die haben auch direkt gemacht. Gemacht haben sie zum Beispiel diese schöne Bank. Diese schöne Bank wurde am Freitag im Rahmen eines Festes eingeweiht. Als Beispiel dafür, was die SPD alles so macht. Nicht so deutlich geworden ist allerdings, dass diese Bank eine Spende des Wohnungsbauunternehmens Vonovia war. Also man könnte schon fast meinen, die SPD versteht ihr Motto: lasst uns über das, was andere machen, reden. Das passiert hier nämlich gerade. So, und ich nehme euch jetzt mal mit auf eine Reise durch diesen wunderschönen Stadtteil und zeige euch mal, was ich in den letzten Jahren hier alles gemacht habe. Und zwar wirklich. So, befinden wir uns jetzt auf dem Spielplatz Lohwiese. Und an dieser Stelle stand schon mal eine historische Grubenlok. Sogar eine, die mit Druckluft betrieben wurde. Die wurde ungefähr in den 70ern aufgestellt und wurde 25 Jahre später einfach in den Schrott geschmissen. Und das hat hier zu großer Aufregung geführt unter den vielen ehemaligen und noch aktiven Bergleuten. Und deswegen kam der Ruf nach einer neuen Grubenlok, nach einem Ersatz. Der dann aber, und das ist ganz wichtig, den Sicherheitsmaßstäben, den aktuellen Sicherheitsmaßstäben entspricht. Also diese alte Lok, die hier stand, die war eigentlich gefährlich. Die war verrostet, die hatte viele scharfe Ecken und Kanten und deswegen wurde sie auch verschrottet. Und es kam die Idee, lass uns eine neue Grubenlok hier hinstellen. Damals war ich auf dem Bergwerk Walsum beschäftigt und war genau in der Abteilung, in der diese Loks repariert und gewartet wurden. Und deswegen habe ich den Werkchef angesprochen und habe dann im Prinzip erreicht, dass eine Lok, die sowieso verschrottet werden sollte, hier hingeschafft wurde. Allerdings natürlich nicht in diesem Zustand. Also ihr könntet euch nicht vorstellen, wie viel Arbeit wir hatten mit dieser Lok hier vor Ort. Und diese Arbeit wurde durchgeführt von rüstigen Rentnern der IGBCE-Ortsgruppe hier in Kernab. So eine IGBCE-Ortsgruppe macht eigentlich nichts anderes als ein paar schöne Feste für die Rentner. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß die haben und wie motiviert die auf einmal sind, wenn die selbst wieder was machen können. Wenn die auch so ein bisschen aus ihrem Berufsleben die Erfahrung anwenden können, wenn die sich wieder gebraucht fühlen. Also wir haben hier teilweise 10, 15 Rentner gehabt, die alle irgendwie hier mitgeholfen haben, um diese Lok sicherheitstechnisch darzustellen, sodass wir die wirklich hier hinstellen können. Das heißt, innen drin ist natürlich alles raus. Motor, Getriebe ist alles weg, es ist nur noch das Fahrwerk da. Dann musste alles verblendet werden mit Lochblech. Die komplette Innenausstattung wurde verblendet mit Blechen. Die wurden alle hier geschweißt, das wurde alles hier lackiert. Die Sitzbank wurde hier eingebaut. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und diese Aktion hat diese Ortsgruppe, die eigentlich nur aus rüstigen Rentnern besteht, wieder unglaublich lebendig gemacht. Und das hat mir Spaß gemacht. Ich war immer Mitglied dieser Ortsgruppe. Und wir haben auch was für den Stadtteil getan. Denn die Leute haben gesehen, ey, da macht man endlich selber einer was. Das ist ein gutes Beispiel für Handeln und nicht viel Quatschen. So, Spielplatz Spakenbroich, die nächste Station. Also nachdem die Aktion mit der Grubenlok im Prinzip so viel Spaß gemacht hat und so viel Erfolg hatte, habe ich mir gedacht, wir müssen mehr machen. Und es ist auch nötig gewesen, mehr zu tun. Denn ich habe in meiner ganzen Zeit als Kinderbeauftragter im Prinzip in Zeiten leerer Kassen gelebt. Wir hatten eigentlich nie Geld.
Und Spielgeräte, gerade in dieser Größe zum Beispiel, kosten roundabout 30.000 Euro. Und die hatten wir nicht. Deswegen habe ich gedacht, dann lasst uns doch einfach wieder selber was machen. Lasst uns mal so einen Spielplatz wirklich komplett durch Ehrenamtliche und in Eigenregie neu gestalten. Und da wurde mir gesagt, das ist völlig unmöglich, da darfst du auch gar nicht und du musst dich an 1000 Vorschriften halten. Es ist unmöglich. Und wenn ich höre unmöglich, habe ich Spaß. Also es gab eine Idee, danach habe ich mich mit dem TÜV-Prüfer vom TÜV Nord zusammengesetzt, der für Spielplätze verantwortlich ist in Essen. Und wir haben einfach mal einen Plan gemacht. Dieser Plan wurde dann realisiert, wieder durch meinen Arbeitgeber, das Bergwerk Walsum, genauer gesagt die Ausbildungsabteilung und da noch mal genauer gesagt die Gehörlosenabteilung, worauf wir damals sehr stolz waren, also wir hatten wirklich eine Gehörlosenabteilung, hat diesen tollen Förderturm gebaut. In VA. Also ganz großes Kino, ist glaube ich mit das höchste Spielgerät in Essen damals gewesen. Und das Schöne ist, dass wir wieder viele mitgenommen haben. Wir haben Schüler der Hauptschule Kanab wieder eingebunden, die Teen for Teens, die hier viele Nachmittage verbracht haben, gebuddelt haben, geschöpft haben, um diesen ganzen Spielplatz neu zu gestalten. Und es war einfach nur wieder ein Riesenerfolg. Es war ein Zeichen, wenn Bürger anpacken, kann man unglaublich viel bewegen, kann man gestalten und dann macht es Spaß. Das ist Gemeinschaftsgefühl. Miteinander etwas zu schaffen, zu handeln, zu machen. Machen ist immer wichtig. So, und jetzt kommen wir mal zum völlig anderen Thema. Jetzt geht es nicht mehr um Kinder. Jetzt geht es eigentlich um das Hauptproblem unseres Stadtteils, was wir eigentlich die letzten 30, 40 Jahre schon hatten und worunter wir sehr gelitten haben. Worum geht's? Wir sehen den Kanal und wir gucken runter auf unseren Stadtteil. Und was fällt uns auf? Der Stadtteil ist deutlich tiefer als der Kanal. Das war vor rund 100 Jahren anders, da waren die nämlich gleich hoch. Also der Stadtteil wurde durch den Bergbau um 17 Meter abgesenkt, rund 17 Meter. Das Oberflächengrundwasser, das ist aber nicht mit abgesenkt worden. Das heißt, wir haben viele Häuser, die Pumpen im Keller haben, die ständig laufen, sonst saufen die Keller ab. Und dieses Problem ist in den letzten Jahren schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden. Und deswegen bin ich 2010 hingegangen und habe mal so ein Kataster gemacht, habe mal die Leute gefragt, wer hat denn alles Probleme? Schickt mir bitte mal Fotos, beschreibt mal eure Probleme. Vielleicht kommen wir dahinter, warum die Probleme schlimmer werden, obwohl der Bergbau hier eigentlich seit Anfang der 70er überhaupt nicht mehr aktiv ist. Also seit Anfang der 70er gibt es keinen Bergbau mehr, aber die Probleme werden in den 2010er Jahren auf einmal viel schlimmer mit dem Grundwasser. Warum ist das so? Also es haben sich damals rund 200 Besitzer von Häusern gemeldet, also rund 200 Betroffene nur in Kanab, die gesagt haben, wir haben massive Probleme mit Grundwasser im Keller und es wird schlimmer. Und warum ist das so? Ich habe das dann sehr öffentlich gefragt, warum ist das so, denn offiziell wusste niemand den Grund. Und dann ist was ganz Spannendes passiert. Jetzt geht schon fast so in den Bereich eines Krimis. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen von einem Absender, den man nicht unbedingt nachvollziehen konnte. Und er hat mir eine Studie der Emscher Genossenschaft geschickt. Und in dieser Studie ist ganz genau unser Problem beschrieben, teilweise auf die Häuser genau, also die waren da bekannt, die Probleme. Und auch die Ursachen wurden da ganz genau beschrieben. Die Ursache für den Anstieg des Grundwassers war, dass die Rohrleitungen abgedichtet wurden. Also NRW war Vorreiter damit, eine Richtlinie der EU umzusetzen, um zu verhindern, dass weiterhin das Abwasser ins Grundwasser gelangt. Und dafür sollten die Abwasserleitungen dicht sein. Was theoretisch sinnvoll ist. Praktisch haben wir aber festgestellt, dass diese defekten Rohrleitungen genau den gegenteiligen Effekt gehabt haben. Denn in diese defekten Rohrleitungen ist das viel zu hohe Grundwasser eingesickert und konnte abgepumpt werden. Und überall da, wo Leitungen erneuert wurden, wurden die Probleme viel schlimmer. Und es gab damals auch diesen sogenannten Kanal-TÜV. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, viele Hausbesitzer hatten unglaublich Angst. Es musste eine teure Prüfung gemacht werden. Dann sollten eben die Instandsetzungen erfolgen. Der Kanal-TÜV ist verschoben worden auf den Sablimaneinsdach. Gott sei Dank. Denn mittlerweile ist das Problem erkannt. Werden die Rohrleitungen, die Abwasserleitungen wirklich abgedichtet, säuft das ganze Ruhrgebiet ab. Und dann entstehen Kosten im Moment, die im Raum stehen, von roundabout 1 Milliarde Euro. Wir sprechen von 1 Milliarde Euro, um das Grundwasserproblem im Ruhrgebiet
in den Griff zu kriegen, um zu verhindern, dass wir hier bald Reis anpflanzen müssen und können. Also rund 1 Milliarde Euro, um eine flächendeckende Drainage im Ruhrgebiet zu legen. Aber irgendwo muss man anfangen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dass wir hier in Carnap anfangen. Carnap ist das Pilotprojekt. Hier wird zum ersten Mal eine Drainage jetzt gebaut, die deutlich unter den Abwasserrohren liegt. Das ganze Projekt sollte ursprünglich kosten ca. 7,8 Millionen Euro. Und finanziert wird er zur Hälfte durch meinen Arbeitgeber, die Ruhrkohle, die letztendlich den Schaden auch verursacht haben. Und zur anderen Hälfte eben über die Abwassergebühren. Die Kosten sind mittlerweile schon deutlich gestiegen, weil die Maßnahme wurde irgendwann geplant, 2012, 2013, jetzt sind wir bei 2020. Sie ist leider immer noch nicht beendet, aber es ist halt schwierig. Es ist ein Pilotprojekt, wir haben hier sehr enge Straßen, wir müssen die Rohre sehr tief legen. Es ist die größte Baumaßnahme, die dieser Stadtteil jemals gesehen hat. Und das führt natürlich auch zu Ärger. Also nicht jeder ist ja persönlich betroffen und der sieht erstmal, Mensch, ich habe jetzt hier 1-2 Jahre eine Baustelle vor der Tür, ich habe hier Lärm, ich habe Dreck. Dann werden teilweise auch durch den Bau, durch die Bauarbeiten, werden Schäden verursacht, auch Schäden an Gebäuden. Das sind alles Probleme, die muss man ernst nehmen, da muss man sich kümmern, da muss man ganz nah dran bleiben. Aber grundsätzlich, dass das Problem gelöst wird und dass wir die Ersten sind im ganzen Ruhrgebiet, darauf bin ich unglaublich stolz. Und mal ehrlich, dass ich meinen eigenen Arbeitgeber ein paar Millionen aus der Tasche gezogen habe, wer wird das schon machen? Also ich, mir war es wichtig. Mir war es wirklich wichtig, denn das ist das Hauptproblem des Stadtteils. Und wir werden es spätestens in 2 Jahren, wenn diese Baumaßnahme endlich beendet ist, endgültig gelöst haben. Und darauf können wir alle gemeinsam stolz sein. Das steht für machen, für kümmern, für anpacken und nicht für dumm quatschen wie die anderen. Glück auf!